Wahlgewinner trotz Stimmverlusten. Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte und seine rechtsliberale Partei VVD gehen als stärkste Kraft aus den Parlamentswahlen hervor. Seine Anhänger feiern Rutte wie einen Popstar. Und er ist der Wahlverlierer trotz leichter Stimmgewinne. Geert Wilders von der rechtspopulistischen PVV führte lange in den Umfragen, doch die Partei bleibt deutlich hinter den Erwartungen zurück und wird nur zweitstärkste Kraft. Die Erleichterung im bürgerlichen Lager ist groß. Es ist ein Abend, an dem die Niederlande nach dem Brexit, nach den US-Wahlen Halt gesagt haben zu dieser falschen Art des Populismus. Der Urnengang war im Vorfeld zur Schicksalswahl für Europa hochstilisiert worden, angesichts des Erstarkens von Rechtspopulisten in vielen Ländern. Der grünen Politiker Jesse Klaver, der größte Wahlgewinner in den Niederlanden, hat einen Rat parat. Ich glaube, eines ist wichtig für all die progressiven und linken Parteien im Rest von Europa. Bleibt bei euren Prinzipien. In dem Augenblick, in dem ein Populist sagt, Flüchtlinge sind in Europa nicht willkommen, bleibt dabei, dass sie willkommen sind. Seid progressiv, stolz auf eure Ideale und versteckt euch nicht. In den nächsten Wochen stehen in der EU die Wahlen in Bulgarien und in Frankreich an. Im Herbst sind die Deutschen an die Urnen gerufen.